Fingerspitzengefühl ist gefragt, wenn Eckkehlnähte entfernt werden müssen. Zunächst benötigen Sie den Winkelschleifer Inox und die Lamellenfächerschleifscheibe OSF. Verschleifen Sie die äußere Schweißnaht in einem Arbeitsgang bis zum Finishschliff. Führen Sie die Maschine dabei so flach wie möglich. Um Unebenheiten zu vermeiden, üben Sie nur Druck auf die Schweißnaht aus. Führen Sie die Maschine parallel zum Rohr, damit die Drehrichtung der Scheibe in Richtung des gewünschten Schliffbilds geht. In der Kehle bleibt die Schweißnaht zunächst stehen. Greifen Sie nun zum Kehlnahtschleifer und einer hartgepressten Kompaktfließscheibe der Härte 7 und hoher Drehzahl. Entfernen Sie damit die Schweißnaht. Achten Sie darauf, die Scheibe direkt auf der Schweißnaht zu führen. So verhindern Sie, dass Vertiefungen entstehen, die sich nicht mehr herausschleifen lassen. Danach benötigen Sie die hartgepresste Kompaktfließscheibe der Härte 5. Reduzieren Sie damit die Rautiefe erheblich und entfernen Sie die Anlauffarben rechts und links der Schweißnaht. Ein großer Vorteil des Kehlnahtschleifers ist der wechselbare Edelstahlflansch, der beidseitig nutzbar ist. Seite 1 ermöglicht die Aufnahme von hartgepressten Fließscheiben mit 25 mm Bohrung und 150 mm Durchmesser. Seite 2 ermöglicht die Aufnahme von Werkzeugen mit einem Durchmesser von 125 mm und einer 22,23 mm Bohrung. Anschließend greifen Sie zu wiederverschließbarem Fließband. Gleichen Sie damit die Übergänge per Hand an. Zum kompletten Finish eines Geländers können Sie das wiederverschließbare Fließband einhängen und dieses mit der Poliermaschine über die Antriebsrolle mit 900 Umdrehungen in der Minute antreiben. Führen Sie alle Schritte korrekt aus und die Ecke ist komplett sauber verschliffen.